herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DEL2-Meisterschaftsspiels zwischen dem ESV Kaufbeuren und dem Slavis Rosenheim. Vor 2326 Zuschauern haben wir einen Endstand von 5:2. Ich darf die beiden Trainer recht herzlich begrüßen. Zu meiner linken Slavis-Coach Franz Stehr und zu meiner rechten unseren Trainer Andreas Brockmann. Herr Stehr, Ihre Meinung zum Spiel zuerst bitte. Ja, Gratulation zum Sieg. Wir sind natürlich sehr schlecht ins Spiel gekommen. Das voll Tiefschlaf, das erste Tor, so kannst du kein Tor nicht kriegen, wieso kann man nicht in der Spur gehen. Dann haben wir aber gleich am Anschluss zwei, drei wirklich top Chancen gehabt. Im ersten Drittel haben wir wirklich gute Chancen gehabt, Feist sehr gut gefangen, irgendwas nicht. Und dann die Tore, die wir gekriegt haben, waren letztendlich durch ein gutes Wortchecking, durch Scheibenverluste, durch leichtfertige Scheibenverluste, wo ich bloß Scheiben rausschippen muss. Das war sehr fahrlässig. Und ja, dann kommt dann das Ergebnis zustande. Ich meine, Kaufbeuren hat sehr aggressiv gespielt, die haben uns immer unter Druck gesetzt und da haben wir eigentlich nicht viele Lösungen gehabt. Wobei wir die eine oder andere Chance gehabt haben, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben Pfosten einmal gehabt im zweiten Drittel. Aber ist so. Wir haben noch einige Arbeit vor uns. Wir sind nach wie vor gebeutelt mit Verletzungen. Ich habe zwar jetzt zwei dabei gehabt, aber die waren die ganze Woche krank. Das hat man auch gemerkt und ja, wir müssen uns jetzt vorbereiten auf die Playdowns und speziell jetzt am Sonntag auf Heilbronn. Danke, Herr Stehr. Andi, Glückwunsch zum Sieg und dein Statement bitte. Ja, guten Abend. Ja, mal zum Spiel. Ich glaube, das erste Tor hat uns nicht gut getan. Das ist so schnell, zu schnell gefallen. Da haben wir gedacht, das geht von alleine. Und das erste Drittel haben wir dann auch nicht gut gespielt. War so ein bisschen rauf und runter. Rosenheim, wird der Franz ja richtig hat. Rosenheim hat gute Chancen gehabt. Wir zwar auch, aber das ist nicht, was wir spielen wollen. Im zweiten Drittel haben wir dann, glaube ich, besser gespielt. Haben sehr druckvoll gespielt. Vorcheck gut. Aber auch zweimal nachlässig gewesen. Und das nutzt natürlich Rosenheim aus. Der Rosenheim spielt sehr diszipliniert und alles. Und wenn sie so eine Chance kriegen, dann nützen sie es. Letzte Drittel wollten wir eigentlich nach Hause bringen. Ich glaube, es ist ganz gut über die Bühne gegangen, gut, bis auf die eine oder andere Strafzeit noch. Aber in der Phase eben ist extrem wichtig, dass man die drei Punkte nimmt. Wenn man die Tabelle anschaut, ist es alles sehr, sehr eng. Wir haben auch heute, muss ich sagen, die fünf Verteidiger haben einen sehr guten Job gemacht heute. Und auch die Stürmer fahren, die Stürmer. Alles ganz in Ordnung. Doch wir müssen uns jetzt wieder vorbereiten auf Sonntag. Das ist die nächste harte Arbeit. Danke, Andi. Gibt es Fragen? Ja, der Sebastian Osterloh hat heute nicht gespielt. Kann man da was Näheres dazu sagen? Der ist krank. Also der hat die ganze Woche nicht trainiert. Gestern Abend nochmal mit ihm telefoniert, aber dem geht es noch nicht so gut. Wer so wie es ausschaut, wahrscheinlich auch am Sonntag nicht mehr. Inwieweit haben heute in der Spieleröffnung gerade der Sebastian Osterloh und der Simon Schütz gefehlt? Oder hat man das aus deiner Sicht stark bemerkbar? Ja, mit Sicherheit hat man es bemerkt, aber das liegt da nicht nur an die Verteidiger, sondern auch an die Stürmer, weil sie sich anbieten. War auch nicht hundertprozentig, aber es ist halt eben, wenn man ganz genau hinschaut, der Bergmann fehlt uns auch noch, wenn der Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 Verteidiger fehlen. Ich glaube, das wird jede Mannschaft in der ganzen Liga ein bisschen Probleme haben. Eine Frage an Franz Stehr. Waren heute die unglücklichen Tore spielentscheidend? Weil das erste war unglücklich, ein bisschen das dritte unglücklich. Die Tore waren vielleicht unglücklich, aber die Entstehung ist fahrlässig. Ich kann nicht als Verteidiger den Sekal rausgeben, wenn ich alleine bin und der vom Tor steht allein. Das ist nicht fokussiert auf die Situation. Und bei dem anderen Tor haben wir die Scheibe am Schläger und können die Scheibe einfach nicht klären. Ich brauche bloß die Scheibe über die Bande rauschippen, dann ist die Situation. Das ist alles so easy going. Und das geht so nicht. Ich meine, wir haben, ich mag über Verletzte, wo ich nicht mehr reden. Das gewöhnen wir jetzt ab. Sonst noch, was nicht der Fall ist, würde ich unseren Gästen guten, gesunden Nachhauseweg wünschen und natürlich viel Erfolg für die anstehenden Spiele. Und darf ich noch aufmerksam machen aufs nächste Heimspiel am kommenden Sonntag um 18:30 Uhr, dann sind die Lausitzer Füchse zu Gast. Vielen Dank, schönen Abend.